Herzlich willkommen, ihr lieben Stiere. Ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem allgemeinen intuitiven Monatsreading für den Juli 2022. Ich freue mich sehr, dass ihr hier dabei seid oder vielleicht sogar auch wieder mit dabei seid. Und ich hoffe sehr, dass es euch allen gut geht, dass ihr wohlauf seid. Und ja, wie immer an dieser Stelle als allererstes möchte ich mich bedanken bei allen Menschen, die diesen Kanal hier unterstützen. Ich freue mich sehr, dass ihr den Kanal abonniert und wenn euch die Videos gefallen, denen auch einen Daumen nach oben gebt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die wundervollen Botschaften, die hier zu mir finden und natürlich auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle Menschen, die den Kanal mit ihren Spenden unterstützen. Und ja, wenn du jetzt zum allerersten Mal dabei bist, da sage ich immer noch so ein bisschen was vorab zu dieser Legung, die eben allgemein und auch intuitiv ist. Und das kann eben auch bedeuten, dass nicht jeder sich hier wiederfindet in dieser Legung. Also wenn du das Gefühl hast, dass die Karten nicht deine Lebenssituation anzeigen, dann schau doch sehr gerne einfach mal eines der anderen Videos an zu deinem Aszendenten, zu deinem Mond oder auch zu deiner Venus und dann findest du dort ja vielleicht die für dich passenden Botschaften oder auch ergänzende Botschaften. Wer ganz konkrete Fragen hat, der findet wie immer unten in der Videobeschreibung den Link zu meiner Website und darüber könnt ihr mich dann sehr, sehr gerne auch dann direkt kontaktieren. Die Themen, die ich anspreche, sind für gewöhnlich berufliche Themen und auch Beziehungsthemen. Es kann auch andere Lebensbereiche natürlich betreffen. Ich spreche nicht immer alles an, was ich sehe, damit die Videos nicht zu lange werden. Also das ein oder andere musst du vielleicht auch so auf deine ganz persönliche Lebenssituation übersetzen. Und ja, zum Abschluss noch die Königinnen und die Könige, die sind geschlechterunabhängig. Gleiches gilt für den Herrscher und die Herrscherin. Und alle diese Karten können andere Personen anzeigen, mit denen ihr im Moment vielleicht ja einen besonderen Kontakt habt. Und sie können aber auch durchaus eure eigenen Energien anzeigen. So, ja, die Karten haben sich gezeigt. Das sieht total interessant aus. Ja, und die erste Karte, die lese ich als Themenkarte, die gibt also so ein bisschen die Grundenergie des kommenden Monats vor. Und ja, bei euch hat sich hier diese 8 der Stäbe gezeigt, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Diese 8 der Stäbe ist auch die Hochenergiekarte, Merkur im Schützen, und die zeigt für gewöhnlich an, dass ja, hier die Dinge an Fahrt aufnehmen, dass viel in Bewegung ist, dass viel los ist. Also entweder lernt ihr viele Menschen kennen, ist viel Kommunikation. Das ist eine Karte, die mit Umzügen zu tun haben kann, die mit Reisen zu tun haben kann. Und wenn ihr zuvor in einer Situation wart, wo ihr das Gefühl habt, ich bin hier irgendwie in die Stagnation geraten, irgendwas blockiert gerade, da zeigt diese 8 der Stäbe für gewöhnlich an, ja, dass jetzt, wie gesagt, die Dinge wieder ans Laufen kommen und möglicherweise auch ziemlich viel auf einmal passiert. Ja, also man mit verschiedenen Dingen vielleicht sogar auch sich auseinandersetzt oder beschäftigt ist, für gewöhnlich durchaus positive Energien, die sich mit der 8 der Stäbe ankündigen. Es ist auch eine Karte, die mit Ideenreichtum zu tun haben kann, ja, mit Kreativität. Ja, und auch wenn ihr seit längerer Zeit vielleicht bestimmte Pläne verfolgt, aber die noch so ein bisschen vage in der Luft hingen oder ihr noch nicht so klar wart, was da draus werden soll, auch da könnte jetzt eine Veränderung also stattfinden und mehr Klarheit kommen und die Dinge mehr Richtung Manifestation tatsächlich ja, sich gestalten. Wie immer lege ich Klärungskarten dazu, die geben nochmal genauere Hinweise. Okay, ja, also viel Information scheint mir hier angezeigt zu sein, also Information und auch Kommunikation. Wir haben den Bube und den Ritter der Schwerter hier noch mit drin, also dreimal hier starke Merkur-Energie. Also ja, entweder seid ihr stark im Austausch mit dem Außen, mit vielleicht verschiedenen Personen, lernt neue Menschen kennen. Hier könnte auch für einige ein Abschluss noch von einer alten Phase stattfinden, dass nochmal ein abschließendes Gespräch stattfindet, das euch auch sozusagen energetisch freisetzt und ihr euch dann jetzt auf was Neues fokussieren könnt.
Ja, und für manche kommen hier möglicherweise auch bestimmte Informationen ans Licht. Auch die könnten geeignet sein, also was, was in der Stagnation war, jetzt ans Laufen zu bringen, beziehungsweise auch, dass hier nochmal jetzt Klarheit sozusagen über was herrscht, was und diese Unklarheit, die vielleicht zuvor vorhanden war, dass die blockierend war. Also ja, mir scheint hier ist viel Klärung und Weiterbewegung. Angezeigt. Ja, als nächste Karte haben wir die Gerichtkarte. Vielleicht noch ein Aspekt. Ja, der Ritter der Schwerter, der kann manchmal mit so Fluchtenergien sozusagen zu tun haben. Ja, wenn der Verstand sich überfordert fühlt, dass der dann so ein bisschen in Panik gerät und irgendwie ja, vor was zurückschreckt, vor Entscheidungen zurückschreckt oder bestimmte Angebote vielleicht sich darauf nicht einlassen möchte. Ja, also der kann also damit manchmal zu tun haben, ja, wirklich die, so zurückzuschrecken vor was. Wie gesagt, hier sind, können Reisen anstehen, hier könnten neue Ideen eine Rolle spielen. Und wenn euch das zu viel ist plötzlich, geratet nicht in Panik, sondern lauscht hier eurem Herzen. Die Gerichtkarte, die gehört ja zu den Herzstimmenkarten und hier ist eine wichtige Botschaft. Und vielleicht findet ihr also über das Gefühl, also nicht die Dinge zu sehr oder nicht ausschließlich, sag ich mal, über die Verstandesebene aufnehmen zu wollen und einsortieren zu wollen, sondern auch ganz bewusst die Gefühlsebene mit einzubeziehen. Was fühlt sich vielleicht auch so spontan einfach passend an für euch, richtig an für euch? Freudvoll, nährend, wie auch immer. Ja, also vergesst eure Herzstimme nicht in diesem Monat. Die ist ganz, ganz wichtig, besonders jetzt dieser Tage und auch zunehmend. Okay, ja, wir haben hier den. Die 9 der Stäbe, also was eine Schutzhaltung sein kann, anzeigen kann und den König der Kelche. Ja, also irgendwie ist hier so ein bisschen ein Misstrauen möglicherweise, also irgendwas verunsichert hier so ein bisschen. Das kann damit zu tun haben, ja, dass die Dinge wirklich schnell an Fahrt aufnehmen und vielleicht auch gleich noch mehrere Optionen irgendwie im Raum stehen. Und diese Schnelligkeit und diese Vielfältigkeit, ja, die könnte wirklich dazu führen, dass man so ein bisschen in eine Schockstarre gerät und erstmal die Schutzgitter hochfahren lässt, ja. Ich frage mich auch, es taucht jetzt hier nicht so sehr auf, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass hier auch was eine Rolle spielen könnte, was irgendwann früher mal eine Rolle gespielt hat, ja, möglicherweise im Zusammenhang auch mit einer konkreten Person, die hier vielleicht wieder Kommunikation mit euch aufnimmt, und irgendwie ist ja aber erstmal so ein bisschen eine Distanzhaltung dazu. Aber wie gesagt, achtet auf eure Intuition, auf eure Herzstimme, überlasst das nicht dem Verstand. Ja, also für einige spielt hier eine besondere Person eine Rolle. Möglicherweise also eine Person, die in einer, zu der es eine zeitliche und/oder räumliche Distanz gab und wo jetzt wieder eine Nähe stattfinden könnte, zumindest im Raum steht. Ja, insgesamt, also generell können die Könige auch für die äußere Handlungsebene stehen, ja, also in dem Fall also wirklich aus in Einheit oder aus der Herzebene heraus zu handeln, ja, also ja, die Dinge irgendwo schon zu beobachten kann günstig sein. Ja, also auch ein bisschen zu prüfen, vor allem wenn ihr hier mit unterschiedlichen Angeboten zu tun habt, ja. Vielleicht nicht zu impulsiv zu reagieren, sondern schon auch genau hinzuschauen, aber nichtsdestotrotz in Übereinstimmung mit eurer Herzebene hier zu handeln. Weil irgendwas liegt hier wirklich in der Luft, dieses Ast der Kelche.
Ja, das eben auch für neue Angebote steht, kann im romantischen, in der romantischen Thematik natürlich dafür stehen, dass hier ja, die Liebe vor der Tür steht, ja, aber es ist nicht eingeschränkt auf das Thema romantische Liebe. Also es können kreative Ideen sein, es kann ein Traumberuf sein, ja, das also irgendwas, was wirklich Herzenswünschen entspricht, ja. Tja, also Schnelligkeit ist hier auf jeden Fall mit im Spiel. Ritter der Stäbe und nochmal diese Acht der Stäbe. Also ich würde mal sagen, hier nehmen die Ereignisse ziemlich plötzlich und überraschend, unerwartet ihren Lauf. Ja, also irgendwas kommt hier, rennt euch sozusagen wirklich die Tür ein. Also wie gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn hier ja, also schon auch doch im, vor allem im romantischen Thema wirklich ganz unerwartet jemand vor der Tür steht, ihr jemanden kennenlernt, wie gesagt, möglicherweise auch jemand zurückkehrt, der irgendwo eine Distanz bestanden hat. Entweder hat keine, war keine Kommunikation da oder es war eine räumliche Distanz zwischen euch und hat hier die Dinge verlangsamt oder zum Stocken gebracht, aber irgendwie. Ja, ist hier Aktion angesagt und ich habe es schon erwähnt, für gewöhnlich auch eine recht positive Aktion. Also generell auch neue Ideen in jedweder Form, aber hier ist viel Überraschung, es sind, ich denke, recht plötzliche Entwicklungen und ja, möglicherweise auch sogar an mehreren Fronten sozusagen, sprich in mehreren Lebensbereichen, dass hier Dinge passieren. Also für manche kann auch diese Acht der Stäbe anzeigen, ja, dass wirklich Wünsche, die man hatte, Sehnsüchte, Ziele, Träume, dass die jetzt wirklich hier ja, in die Manifestationsebene finden. Ja. Dann haben wir die Königin der Kelche hier. Ja, die eben auch oft mit der Prüfung des Herzens zu tun hat, beziehungsweise eine tiefe Auseinandersetzung mit dem eigenen Herzen, ja auch hier, um Rat und Führung zu finden in der eigenen Herzstimme. Ja, generell ist ja relativ viel Liebesenergie, ja, also vor allem, weil wir den König und die Königin der Kelche hier in dieser Legung haben, also als würde hier wirklich ein Herzmensch erneut vielleicht eine Rolle spielen oder es kommt auch jemand Neues für den einen oder anderen. Aber mir scheint, also ihr fühlt euch hier wirklich wie vom Blitz getroffen. Ja. Aber es ist so ein bisschen dieses Zögern hier auch mit drin. Ja, wir haben hier die vier der Münzen und die drei der Stäbe. Na, dieses Zögern könnte natürlich damit zu tun haben, da komme ich dann nachher noch drauf zu sprechen, wenn ihr in einer Partnerschaft seid oder auch in anderen Themenbereichen, im beruflichen Bereich hier vielleicht verpflichtet seid, ja, vertraglich an irgendwas gebunden und jetzt kommen hier aber diese neuen, sehr vielversprechenden Angebote oder wie gesagt, vielleicht lernt ihr jemanden kennen und ihr wisst, das ist der Mensch meines Lebens, ja, das kann natürlich auch zu, ja, zu Verirrungen, also zu Irritationen führen, zu dem Gefühl, überfordert zu sein, zu Chaos, also auf einer gewissen Ebene und das könnte natürlich auch hier mit dieser zurückhaltenden Energie zu tun haben. Ja, also das gilt möglicherweise für einige, für andere ist es, wie gesagt, vielleicht auch keine neue Person, sondern mit der Person habt ihr schon ja, Erfahrungen gemacht und da könnte eben auch so ein bisschen Zurückhaltung sein. Wie gesagt, vielleicht so ein bisschen Misstrauen oder Unsicherheit. Ja, aber ja, da ist schon. Also da ist so viel Energie hier irgendwo drin, Anziehungskraft, ja, und wirklich auch Weiterentwicklungsenergie.
Und mir scheint, ja, hier ist so ein bisschen so eine Pendelbewegung, deswegen scheint diese Herzprüfung hier auch besonders wichtig zu sein. Sich nicht zu verkrampfen, nicht zu sehr an alt, vor allem wenn es sich um eine Person handelt, ja, mit der ihr schon mal Erfahrungen gesammelt habt, die vielleicht nicht so ganz hundertprozentig positiv gelaufen sind. Haltet nicht zu sehr fest an der alten Situation, ja, sondern versucht ja auch vielleicht mit einer neuen Offenheit dran zu gehen. Ja, also jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich zu verändern und vielleicht ja, hat sich auch diese Person weiterentwickelt und ja, sich in der Zwischenzeit neue Gedanken gemacht, neue Entschlüsse gefasst, neuen Mut gefasst. Ja, also mir scheint irgendwie lohnt es sich, hier also das Alte auch das Alte sein zu lassen und sich wirklich diesem neuen Ansatz zu öffnen. Ja, hier haben wir also die 10 der Münzen, was also ja eine Karte ist, die oft mit einem alten Status quo zu tun haben kann, einer recht sicheren, stabilen Situation. Also es ist die Karte der Familie, es ist die Karte auch der festen Partnerschaften, der Ehen, es ist eine Karte, die mit festen Arbeitsplätzen zu tun haben kann. Ja, insgesamt steht sie für eher routinierte, einschätzbare Situationen, ja, die einfach bekannt sind, ja, über die man nicht großartig nachdenken muss, die einfach eine gewisse Stabilität und Sicherheit symbolisieren. Und wenn ihr, wie gesagt, hier ja, in einer festen Struktur seid, ja, einen ganz geregelten Alltag irgendwo habt und hier jetzt diese schnellen Impulse, diese schnellen Energien reinhauen, das kann tatsächlich, wie gesagt, so ein bisschen überfordernd sich einfach anfühlen, weil auch dieses Konstrukt dadurch möglicherweise herausgefordert wird und ihr so, ja, verunsichert seid, was passiert hier, was passiert mit mir, was passiert mit meinem Leben. Also mir scheint, hier wird einiges auf den Kopf gestellt, aber wie gesagt, nicht in einer negativen Art und Weise, auch wenn sich das zunächst mal so ein bisschen bedrängend vielleicht anfühlen kann. Ja, 3 der Stäbe und die Hohepriesterin. Also die 3 der Stäbe kann damit zu tun haben, dass man versucht, den Überblick zu bekommen. Ja, man steht hier so ein bisschen auf der Aussichtsposition, auf dem Aussichtspunkt und versucht, das gesamte Bild hier irgendwie zu erfassen. Kann zu tun haben mit dem Blick in die Vergangenheit, ja, und auch mit einem Blick in die Zukunft. Also sprich, wo komme ich her? Möchte ich in dieser Stabilität, in dieser Routine verbleiben? Was sind die Erfahrungen vielleicht hier mit dem, was hier in mein Leben reinkommt, wenn, wie gesagt, da zuvor schon mal ein Kontakt bestanden hat? Wo kann sich das Ganze hin entwickeln? Wo möchte ich auch langfristig hin? Ja, also mir scheint hier ist, puh, ja, hier ist einfach super viel los. Es ist wirklich total viel los und auch nicht ganz einfach hier den klaren Blick sozusagen zu behalten. Hier sind einfach neue Faktoren mit einzubeziehen in die Gleichung. Und da, wo ihr vielleicht zuvor das Gefühl hattet, ja, das läuft auf Jahre und da bin ich ganz festgelegt und da war gar kein Zweifel dran und plötzlich kommt hier so eine Energie rein, die das alles auf den Kopf stellt, ja. Tja, und aber nochmal haben wir hier eine Herzstimmenkarte, auch die Hohepriesterin, eine ganz wichtige Herzstimmenkarte. Also, ja. Also sag mal so, sie ist ja auch die Geheimnishüterin, ja, also auch hier nochmal so dieser überraschende Aspekt, ungeplante Aspekte, ja, spontane Entwicklungen, die nicht abschätzbar waren, und aber auch ja tiefe, tiefe Intuition, ja, also ich denke, schaut sozusagen,
mit den Augen des Herzens, mit den Augen der Seele hier auf diese Situation, nicht nur mit der Ratio sozusagen, ja. Also aus dem Automatismus hier zu agieren oder zu reagieren, scheint nicht so empfehlenswert, ja. Sondern hier sollte die Situation wirklich und die Gesamtsituation nochmal ganz neu betrachtet werden, und zwar inklusive dieser neuen Einflüsse und Impulse, die hier kommen. Also ganz spannend finde ich jetzt auch diesen Gehängten in der zentralen Position, ja. Weil der Gehängte mit Blockadeenergien zu tun haben hat, für gewöhnlich, ja, Blockade aus äußeren Umständen, was manchmal wirklich schwierig sein kann, herausfordernd sein kann, aber ich habe in dem Fall das Gefühl, dass es hier nicht wirklich eine schwierige Situation als solche ist, weil irgendwas Dramatisches passiert ist oder so, sondern es ist wirklich diese neuen Einflüsse, die hier rauskommen und die euch aus eurem normalen Trott, aus eurem normalen Rhythmus rausbringen. Mir scheint, das ist eher so ein bisschen diese Blockadeenergie. Noch ein Aspekt, ja, ich habe schon gesagt, also wenn hier eine neue Begegnung stattfindet oder eine Begegnung mit einer schon bekannten Person und ihr aber gebunden seid, vielleicht mittlerweile in einer Partnerschaft seid mittlerweile, das könnte natürlich ja auch so ein bisschen in diesen Gehängten mit reinspielen, dass man das Gefühl hat, so, ach, ich kann ja gar nicht hier jetzt frei entscheiden, weil ich habe ja jetzt auch noch eine Familie oder Partner, Partnerin. Ja, aber mir scheint auch, ja, wer immer hier reinkommt, also mir scheint, die bringt so eine intensive Energie mit, der ihr euch kaum widersetzen könnt. Ja, also mir scheint, selbst wenn ihr das Gefühl habt, ich bin ja gerade mit was konfrontiert, wo ich gar keine Entscheidung dazu treffen kann, wirklich widersetzen kann man sich dem Scheiben, so wie es aussieht, auch irgendwie nicht. Zweite wichtige Bedeutungsebene des Gehängten ist die Perspektive. Ja, was auch noch mal so ein bisschen hier in der Position aufgetaucht ist, ja, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ja, der Gehängte, auch der hat ganz, ganz oft mit Veränderungsprozessen zu tun. Hier ist viel Schütze-Energie in dieser Legung, also viel Weiterentwicklung. Ja, Schütze hat auch damit zu tun, die Grenzen, also selbstgesetzte Grenzen zu überwinden, Grenzen, die aus Ängsten und Zweifeln zum Beispiel entstanden sind. Also ja, es hat was sehr Magisches. Also vielleicht sogar noch darüber hinaus, also fast karmisches, diese ganze Energie hier. Übrigens auch noch eine Bedeutungsebene, die ich ja vergessen habe zu erwähnen bei der 10 der Münzen, was eben auch eine karmische Karte ist, Entschuldigung, und immer wenn ich das Wort Karma sage, muss ich auch gleich dazu erwähnen, also ich verstehe das überhaupt nicht als negatives Wort, ja, Karma ist reiner Energieausgleich, ja, aber die 10 der Münzen, die Art, wie die 10 Münzen hier angeordnet sind, die entspricht dem Baum des Lebens aus der hebräischen Geheimlehre der Kabbala. Und der Baum des Lebens hat auch ganz viel Verbindung mit dem Tarot. Und beide haben jetzt, gelten als Seelenspiegel, haben also mit einer persönlichen, spirituellen Weiterentwicklung zu tun. Ja? Deswegen ist also diese 10 der Münzen gehört auch ist eine der Karma-Karten. Also hier ist irgendwas sehr, sehr Mystisches im Juli um euch herum und in eurem Leben. Ja? Und das sehen wir auch noch mal hier mit diesen Gehängten. Die Hohepriesterin und der Gehängte, beides unter anderem Fische-Energie.
Ja, das 12. Haus, was auch ein sehr spirituelles, mystisches Haus ist, auch ein karmisches Haus. Also das ist sehr, sehr spannend, was sich hier ankündigt. Also als wäre hier irgendwas aus eurem Seelenplan, möchte hier irgendwie Gestalt annehmen, scheint mir fast. Ja, ob das jetzt mit bestimmten Personen stattfindet oder mit Tätigkeiten, Berufungen oder an bestimmte Orte zu reisen. Ja, das kann für den Einzelnen natürlich sehr unterschiedlich sein. Aber irgendwas ist hier wirklich in Bewegung. Also hier haben wir auf dem Gehängten die 6 der Schwerter und dann noch die 3 der Münzen. Ja, und die 6 der Schwerter, auch die hat mit Veränderungsprozessen zu tun. Die hat mit veränderten innerlichen Ansätzen, also gedanklichen Mustern, Glaubensmustern zu tun. Man denkt in eine neue Richtung. Auch diese Karte kann wie 8 der Stäbe mit räumlichen Veränderungen und Reisen zu tun haben. Ja, hier haben wir eine Aufbauenergie, also irgendwas ist in der Veränderung, positive Veränderung, überfordernde Veränderung, aber sehr aufbauende Energie. Ja. 6 der Stäbe, die Erfolgskarte, noch mehr Schütze-Energie, ja, also Jupiter im Löwen, diese Karte. Also, ich weiß nicht, was hier los ist, aber es ist einiges los. Ja, es ist einiges los. Also hier ist so richtig Rückenwind irgendwie in eurem Leben. Also so viel Energie. Ja, und eine sehr positive Energie. Ja. Als würden sich plötzlich alle Ampeln für euch auf grün schalten. Ja, tja. Der Eremit und das Rad des Schicksals. Ja, ich habe noch mal das Gefühl, hier kommen Dinge in Bewegung, die ihr seit längerer Zeit irgendwie anstrebt, euch wünscht und vielleicht sogar diese Wünsche schon aufgegeben habt, ja, das Gefühl hattet, ja, das wird sowieso nichts oder da kommt nichts mehr und jetzt kommt das aber richtig. Ich denke, der Eremit hat mit einer vergangenen Zeit zu tun, ja, als wäre hier mal eine Phase gewesen in eurem Leben. Das kann in diesem Jahr eine Phase gewesen sein, für manche ist das auch schon lange her, wo bestimmte Wünsche, Ziele irgendwo aufkamen. Wie gesagt, und dann war vielleicht lange Ruhe und jetzt kommt das Ganze, landet das Ganze sozusagen. Das Universum liefert hier gerade die Päckchen aus. Ja, hier war das Rad des Schicksals. Also nochmal, hier kommen die Dinge in Bewegung. Und das Rad des Schicksals nenne ich auch die Karte der Synchronisation, ja, weil sozusagen das, was wir uns gewünscht haben und die Stellschrauben, die das Universum in Bewegung gesetzt hat, das kommt jetzt alles zusammen, ja, ja, man ist zur rechten Zeit am rechten Ort, hat mit den richtigen Menschen zu tun und so weiter, ja, also es ist hier, und man lässt sich hier tatsächlich auch für gewöhnlich ein auf diese Veränderung. Also selbst wenn hier irgendeine Blockadeenergie vorhanden war, also ich denke, die ist kurzfristig, ja, es ist ein kurzfristiges Zögern, Zurückhalten und dann geht man aber mit, ja, weil einfach so viel Überzeugungskraft hier drin liegt, dass man, wie gesagt, da kaum widerstehen kann. Ja, 3 der Kelche, auch das ist eine Karte, ist eine der Herzstimmenkarten. Also, ja, folgt eurer Herzstimme, lasst euch darauf ein. Auch das ist eine Karte, die mit Erfolg zu tun hat, die mit Leichtigkeit, mit Lebensfreude zu tun hat, die mit anderen Menschen zu tun haben kann. Also irgendwas findet hier zusammen, entwickelt sich wirklich sehr, sehr freudvoll. Tja, ja. Wie gesagt, wenn hier andere Verbindungen noch eine Rolle spielen, kann das natürlich so ein bisschen zu Chaos führen, diese 3 der Kelche. Kann ja auch im romantischen Thema mit Affären und Dreiecksverbindungen und Ähnlichem zu tun haben. Ja, aber ich denke, zum Teil zeigt sie das ja an, aber wahrscheinlich eben nicht für alle. Also,
insgesamt, ja, es ist ja die Erntedankkarte, also auch wieder Siegeszug, hat sie ganz oft mit Erfolg zu tun. Ja, 10er Schwerter und 4er Stäbe. Ja, also diese 10er Schwerter, ich denke, die hat an der Stelle wirklich damit zu tun, dass man ja also am Alten eigentlich nicht mehr festhalten kann, ja, und das ist. Das eine Herausforderung tatsächlich ist. Ja, aber der Verstand, der fährt ja sozusagen gegen die Wand, ja, und die 10er Schwerter, auch die hat immer den Hinweis raus aus dem Kopf und hier geht es nur durch die Gefühlsebene weiter, ja. Und also verhaspelt euch nicht in, ach, wie soll ich das ausdrücken? In zu viele Wenn und Abers, ja, sondern lasst euch in diesem Monat wirklich, wirklich führen von eurer Intuition, denn die führt euch ja mitten ins Glück. Ja. Also Vier der Stäbe, ja, kann also auch mit einer tollen romantischen Verbindung zu tun haben. Hier kann es sich auch um Gruppierungen handeln, also alles, was mit Kooperation zu tun hat, an Projekten, an beruflichen Projekten, ja, also Kooperation im weitesten Sinne. Und wie gesagt, diese 10er Schwerter, also hier, diese Dinge passieren hier auch ziemlich plötzlich und überraschend. Und wie gesagt, mir scheint, für einige war hier auch im Vorfeld eine schwierige Phase, irgendwie eine Blockadephase. Und mir scheint, dass diese Energien teilweise auch noch darauf zurückverweisen, ja. Ja, also gar nicht so aktuell irgendwo sind Vorläufer und dadurch vielleicht also in Verbindung stehen mit diesen Entwicklungen, aber gar nicht so sehr jetzt präsent. Ja. Also auch bei beruflichen Veränderungen hier, ja, also hier ist Zusammenhalt, Kooperation, die Dinge nach vorne bewegen, ja. Ja, Bube der Münzen, also ich würde mal sagen, auch wenn es erstmal so ein bisschen überfordernd ist, einfach schon alleine durch die Geschwindigkeit, ich denke, ihr seid trotzdem gewillt hier, was immer an Angeboten hier kommt und aus Austausch und Möglichkeiten, das wirklich anzunehmen und ja, das anzunehmen, damit zu gehen. Ja. Also, ich werde das Gefühl nicht los, dass sich hier was zeigt, was früher in eurem Leben schon mal eine Rolle gespielt hat. Also das ist so auffällig hier. Das ist an so vielen Stellen tauchen hier diese Karten auf, bei denen ich ganz stark das Gefühl habe, dass die nicht eine aktuelle Energie anzeigen. Ja, also hier haben wir die 7er Schwerter und den Magier. Und die 7er Schwerter, auch die kann so eine Fluchtenergie anzeigen, wie dieser Ritter der Schwerter. Als wäre hier, wird sich hier was zeigen für euch, was zuvor schon mal im Raum der Möglichkeiten gestanden hat. Aber zu einem früheren Zeitpunkt habt ihr euch nicht getraut. Zu einem früheren Zeitpunkt war hier ein Rückzug, ein Zurückschrecken. Aus welchen Gründen auch immer. Und das ist aber verändert, ja. Dieser Magier ist wortwörtlich das, ja, ich will, ja, ich will hier was jetzt annehmen, manifestieren, umsetzen, gestalten, zum Vorschein kommen lassen. Jetzt traut man sich, ja, jetzt traut ihr euch. Und wirklich, also Geschwindigkeit, hier sind so viele Merkurkarten, so viele Jupiterkarten, Uranuskarten, ja, das ist alles extrem schnell und überraschend und plötzlich. Ja, und langfristig, also der König der Stäbe. Tja.
Ich hatte es, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, Könige können generell die äußere Handlungsebene anzeigen, ja, und der König der Stäbe steht für eine, auch der hat dieses Ja, ich will mit einem klaren Fokus, mit einem klaren Ja, mit Leidenschaft, mit Überzeugungskraft, ja, mit Freude am Kreieren, am Umsetzen, keine Zweifel mehr, ja, hier sind die Zweifel wirklich dann auch weg. Wenn es sich hier um eine andere Person handelt, ja, wie gesagt, hier ist eine extrem starke Anziehungskraft in der Luft. Ja. Tja. Also es ist wirklich, ich kriege hier eine Gänsehaut nach der anderen. Es hat sowas Magisches, diese Legung, ja. Also ich bin ja fast ein bisschen sprachlos. Also wir haben nochmal den Gehängten. Ja, als hättet ihr früher mal Nein gesagt und heute könnt ihr Ja sagen. Also was immer diese Blockade-Energie hier war, die wird überwunden und sie wird überwunden durch eine neue Perspektive auf die Geschehnisse, auf einen selbst vielleicht auch, ja, vielleicht auch auf eine andere Person und vielleicht alles zusammen. Versöhnungskarte, Karte der Herz- und Seelenheilung hier, also inneres Einswerden mit sich und auch, also im Thema romantische Liebe, hier findet eine ganz besondere Begegnung statt, möglicherweise eine Versöhnung, eine Wiederbegegnung für einige und ein Neustart. Ja, also als wäre hier. Tja, ihr kommt hier auf jeden Fall anders aus diesem Monat raus, als ihr reingegangen seid, aber im positivsten Sinne. Ja, also ich hatte das, ich weiß gerade nicht mehr, bei welchem Sternzeichen ich das angesprochen habe, aber die Energie dieses Jahr, ja, mit diesen, also unter den astrologischen Aspekten auch, das fühlt sich wirklich mal an wie auf der Achterbahn. Man möchte eigentlich nur geradeaus und dann nimmt das Ganze eine Abzweigung und man schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und denkt, okay, das war's, alles vorbei. Und dann nimmt das Ganze nochmal drei neue Kurven und plötzlich kommt man genau da raus, wo man hin wollte. Und da ist es noch viel besser, als man sich's vorstellen konnte. Und genau diese Energie, die spiegelt sich hier bei euch in dieser Juli-Legung wieder. Also ich wünsche euch einen spannenden Monat. Also das sieht wirklich irre aus hier. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe und ich sage Namaste. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.